Woran erkennt man, dass die Tage wieder kürzer werden? Selber fällt es einem ja noch nicht auf. Es ist ganz einfach, wenn der Jakon anfängt zu blühen, dann werden die Tage kürzer. Was noch keine Blüten bekommt, das ist der weiße Jakon. Es war noch gar nicht so lange her, da habe ich diese Pflanze als Steckling, die ich ja selber dieses Jahr herangezogen habe, hier in die Erde gesteckt. Jetzt hat sie das halbe Hochbeet schon übernommen. Das gleiche in diesem Hochbeet. Rote Zwiebeln sind vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich hatte ja 4 Okas angebaut. 2 sind nichts geworden. Und da kamen ja dann Sonnenhüte rein. Aber die beiden hier in diesem Hochbeet wachsen wunderbar. Hier in diesem Beet hatte ich ja auch Oka angebaut, der leider nichts geworden ist. Darum habe ich den Sonnenhut hier reingesetzt. Jetzt am August kommen 2 Ingwerpflanzen nach oben. Ja, ich weiß, ich habe am März, April, am Mai, April, Mai 2, 3 Ingwerpflanzen hier ins Hochbeet gesetzt, aber es ist nichts passiert und dann habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Also werden wir dieses Jahr auch noch ein bisschen Ingwer ernten. Auch ein sicheres Zeichen, dass die Tage kürzer werden, habe ich nachgelesen, ist die Chayote. Erst wollte sie nicht wachsen und jetzt gibt sie richtig Gas. 2 der Triebe sind schon oben auf dem Dach. Mit Baumwollschnüren versuche ich es jetzt in eine Richtung zu delegieren. Und wenn es am Ende angekommen ist, überlege ich mir, ob ich den Anbau hinmache. Ich denke, 4 Meter sollte eigentlich reichen. Wenn ich Glück habe, fängt sie sogar an, bald zu blühen. Bei einem Garten-YouTuber habe ich schon gesehen, dass die Chayote blüht. Und ihr wisst ja, jede Blüte gibt eine Frucht. Aber wir haben erst Mitte August, haben wir noch ein bisschen hin. Hier ist ein weiteres Experiment. Da zeige ich euch, was noch dazugekommen ist. Aber was hier dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch in einem eigenen Film. Wir brauchen ja im Herbst bzw. am Jahresende auch noch einen Film. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier endet nämlich mein Garten. Da fangen dann nur noch Wiesen an. Und hier wachsen die meisten Blüten von den Kosmeen. Einige wachsen auch nach oben, aber ich denke, der Wind hat viele Pflanzen hier umgedrückt. Und deswegen sieht es so aus, wie wenn sie alle nach hinten wachsen. So sieht man es vielleicht besser. Beim Chinakohl ist es mir doch tatsächlich gelungen, zeitversetzt die Pflänzchen ins Beet zu bringen.
Heute wird der erste geerntet. Es gibt dann noch einen zweiten. Dann links zwei weitere kleine Pflanzen. Die kamen rein, als die Lauchzwiebeln rauskamen. Das heißt, ich habe dann in 2-3 Wochen auch wieder einen Chinakohl. Und dann gibt es noch zwei noch kleinere. Das ist der hier, den ich bei den Duftblumen eingesetzt habe, wo eine Lücke war. Und den großen dahinter, den werden wir heute ernten. Mal schauen, wie es der größte ist. Ich glaube, die sind gleich groß. So. So, die untersten Blätter werde ich jetzt erstmal alle wegmachen. Das sind die Blätter, wo sich die Tiere verstecken. Oder die angefressen sind. Selbst hier sind angefressene Blätter drin. Das schaut gut aus. Das war noch. So. Das soll es jetzt gewesen sein. Und so viel bleibt übrig von einem großen Chinakohl. Der Rest, den haben die Tiere gekriegt. Und das ist die Ernte für das heutige Mittagessen. Zwei Karotten, Stangensellerie, Zwiebeln und Chinakohl. Und das bringe ich jetzt schnell in die Küche. Vor ein paar Tagen bin ich mit der Drohne wieder über den Garten geflogen. Und ich muss euch sagen, hier oben auf dem Dach, war eine Gurke gelegen. Jetzt habe ich schon länger nicht mehr nach den Gurken geschaut. Dann machen wir das heute mal. So,
eine schöner wie die andere. Das dürften mit den dreien ungefähr 12 Stück gewesen sein. Und es hängt immer noch was dran, also die Pflanzen sind noch nicht alle tot. Auch wenn die Braunfäule an einigen Blättern schon zugeschlagen hat. Ja, und die Tomatenpflanze, die draußen vor dem Tomatenhaus steht, trägt ungefähr 30 Tomaten dran. Und die unteren fangen an, rot zu werden, wie die anderen auch. Auch hier im Tomatenhaus werden die ersten Tomaten reif. Hier die Harzfeuer. Eine sehr schmackhafte Brotzeittomate. Die kleinste Pflanze dieses Jahr ist die Bleckrim. Ja, sie ist zweitriebig, trägt aber nur auf einem Trieb 5-6 sehr große Tomaten. Die Pflanze selber hat es noch nicht mal geschafft, 1 Meter hoch zu werden. Auf diese Tomate freue ich mich schon ganz besonders. Es ist die Ananastomate. Letztes Jahr ist sie nichts geworden. Da habe ich auch um diese Zeit keine Blätter mehr an den Pflanzen gehabt. Da muss ich sagen, es hat sich schon gelohnt, links und rechts die Folie nach oben zu machen, dass die Luft durchkommt und die Pflanzen rechtzeitig abtrocknen. Und nein, das ist keine Tomate. Das ist eine Mini-Wassermelone. Eine von zweien. Vielleicht gibt es noch eine dritte hinter der Journey Prince Tomate. Aber die ist mir so zugewuchert. Und jetzt kommen wir zum Nesthäkchen der Tomaten. Ich habe die Sämereien von der Tamara bekommen. Und das Pflänzchen war ewig das kleinste von allen, war ständig den anderen hinterher wuchs. In der Zwischenzeit ist es die größte Pflanze hier herin. Das, was man jetzt hier sieht, ist nur gerade die Hälfte. Ein Teil geht hier rüber durch das Netz durch zur Journey Prince. Ein weiterer Teil dieser Tomatenpflanzen wächst hier im Freien. Ich habe sie mit Schnüren mehr an die Seite hin, damit sie ein bisschen unterm Dach ist, wenn es regnet. Aber auch hier hängen Tomaten dran und jede Menge Blüten noch. Und ein weiterer Teil dieser Pflanze wächst hinterm Tomatenhaus. Ich denke, wenn ich 2 von diesen Pflanzen ins Tomatenhaus setze, dann bräuchte ich nicht mehr, und das Ding ist voll.